Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von The Dark Pictures Man of Medan. Ja, okay, Leute, wie das weitergeht, erfahren wir jetzt. Was denkst du? Gefällt mir nicht. Die Leiche wurde kürzlich angegriffen. Zu kürzlich. Warte mal, besorgt? Ja. Er könnte überall sein. Wir verschwenden Zeit. Gehen wir. Okay, dann müssen wir hingehen. Ob wir wollen oder nicht. Guck mal hier! Das Kreislaufgerät! Die Fischer müssen es von der Duke mitgebracht haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Das kostet nur Zeit. Nimm es. Bist du verrückt? Das könnte uns noch retten bei all dem Wasser hier. Du Bastard, ich weiß genau, was du vorhast. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi! Non! Fais pas ça! Ta gueule! Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Okay. Maintenant c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Hier ist das Ding. Warte. Das atmen wir besser nicht ein. Genau. Wo ist das Ding, ey? Rennen.
Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, eh? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Okay. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht und wer bleibt. Ah. Er sitzt uns im Nacken. Ich hoffe, du hast einen Fluchtplan. Verstört? Der Typ ist total unberechenbar. Wir müssen so schnell es geht von ihm weg. Lauf, verdammt, lauf! Ja, total. Die widerstehen allem Möglichen. Ja, Zeugs. Okay. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Oh. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Steck sie einfach weg. Niemand muss verletzt werden. Glaubt ihr, ich wollte jemanden verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er doch. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Was? Da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Welcher Dunst? Dunst? Welcher Dunst? Du hast ihn gesehen. Er ist überall. Gelb wabert über Haar hin. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp. Stopp. Er ist in uns drin, nicht wahr? Ich hab das Zeug nicht eingeatmet. Bitte, versprochen. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Das ist kein Dunst. Komm schon, da ist kein Dunst. Ach nein! Oh. Nein. Ach Mann, was mache ich denn falsch?
Komm, überschreiben. Ach nein! Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheiße! Ich bin gleich wieder da, Leute. Wo ist das Problem, all das gut zu teilen? Bonjour und herzlich willkommen wieder zurück. Und ja, ich muss das nochmal ganz von vorne machen, aber jetzt habe ich es sicher bekommen. Okay, ich werde mal sagen, weiter geht's. Herr Duke! Was? Damit haben wir den Dunst aus uns rausgeholt. Weißt du, das klappt bestimmt auch bei dir. Okay? Nein, 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 nein! Bleib mit dem Ding weg von mir! Oh Gott! Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht! Er verwandelt mich! Innen drin! Waffe greifen! Hol schnell das Atemgerät! Okay. Geschafft. Warte beim Funkgerät. Warum? Ich will mich da mal umsehen. Vielleicht liegt da noch brauchbares Zeug rum. Ich geh doch nicht weit. Warte beim Funkgerät. Ich bleib lieber auch hier oben. Ganz ruhig? Okay, gut. Chris, komm her! Bleib einfach beim Funkgerät. Lauf nicht weg. Nicht mal im Traum. Ich hab den Typ gesehen, er hatte die Verteilerkappe. Wir müssen hinterher. Schreit in der Ferne. Das war wohl das Geräusch eben. Oh nein, was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Hier! Er muss hier lang gekommen sein. Ah.
Sieh dir das an. Da ist er. Wir schaffen es darüber. Klar. Geschafft. Oh, oh Mann. Hier ist irgendwas. Herzinfarkt. Diesen Sprung werde ich nicht schaffen, Alex. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Was gibt's denn da besonders jetzt? Ah. Sie werden sie nicht überall in den Anlagen herumlaufen lassen. Die Suche nach Jones konnte also schwieriger werden. Ihre primäre Aufgabe ist klar, aber sobald sie ihr Ziel erreicht haben, lautere ihre sekundäre Mission, Jones und seine Männer zu finden und sich sicher nach Hause zu bringen. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie stets wachsam. Ihr Land braucht Sie. Ja, im Arsch. Okay. Das können wir selber lesen. Brauchen wir nicht. Oh nein! Was denn? Der Debilitär kommt sowieso eh. Wer bist du? Was? Wer sind Sie? Ja, ekelhaft. Keinen. Keins von beiden.
Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Fliss. Die Verteilerkappe können wir vergessen. Wir brauchen einen neuen Plan. Brauchen die den Scheiß eh nicht. Das Militär kommt doch eh. Leute, das hat das hat automatisch ausgemacht, das ist Speicherung. Entschuldigung, Leute. Also es geht weiter. Alle gerettet, seht ihr? Alle gerettet. Also, Duke of Milan läuft nicht. Ich schätze, das war's dann wohl. Wie ich es sehe, bleiben uns ein paar Tage. Vielleicht mehr, wenn wir Regenwasser sammeln. Weißt du, ich hatte gehofft, mein Tod wäre etwas cooler. Der uns entführt hat, dachte, da wäre Gold. Er wollte das Gold. Nur darum ging es ihm. Mandschurei-Gold. Tja, das war was ganz anderes, als wir erwartet hatten. Ich muss immer daran denken. Und es ergibt keinen Sinn. Also, ich habe es gesehen. Aber ich glaube nicht, was immer ich gesehen habe. Also, da war Alex. Und es war nicht Alex, es war wer anders. Aber er sah aus wie Alex. Er hat mich verhöhnt. Verwöhnte Göre. Das Militär wird doch eh kommen. Keine Ahnung, okay. Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben und das ist doch was. Schätze ich. Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Und die Verteilerkappe? Puff. Oh, wie schade. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Mm. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Geil. Es ist unvermeidlich. Überspringen? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till... Hm.
Ah, endlich. Hey. Hey, was ist das? Hey! Hey! Ziel bestätigt, die Orang Medan. Sie ist es, Jungs. Für die Mission gilt Geheimhaltung Stufe 3. Ihr wisst, was das heißt. Was passiert also? Keine Überlebenden. Ich bin gleich wieder da. Okay, bonjour und wieder herzlich willkommen. So, jetzt haben wir die Verteilerkabel gerettet. Und ja, mal schauen, was das jetzt wird. Ich meine, mal schauen, was jetzt passiert. Hey. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Fliss. Hab dich. Okay. Kann losgehen. Okay. Geschafft. Der uns entführt hat, dachte, da wäre Gold. Er wollte das Gold. Nur darum ging es ihm. Mandschurei-Gold. Tja, das war was ganz anderes, als wir erwartet hatten. Ich muss immer daran denken. Und es ergibt keinen Sinn. Also, ich hab es gesehen. Aber ich glaube nicht, was immer ich gesehen habe. Also, da war Alex. Und es war nicht Alex, es war wer anders. Aber er sah aus wie Alex. Er hat mich verhöhnt. Verwöhnte Göre. So, hat hier noch jemand Durst auf ein kühles Blondes? Kommt schon. Yeah. Der trinkt an diesem scheiß Bier.
So, was wird der Kuritator sagen? Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben und das ist doch was. Schätze ich. Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Bis dann. Won't spare me over till another year. Besprengen. Won't spare me over till another year. Won't spare me over. Sprengen. Won't spare me over till another year. Damit ist er noch immer noch da. Was zur Hölle ist das? Ihr wolltet uns umbringen. Eklig. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. The Dark Pictures, Little Hope, 2020. Ist es schon draußen? Ist es schon draußen? Hmm.
Okay. Sammlungen? Achso, stimmt ja. Ich werde euch alle meine Sammlungen zeigen. Wie, dass ich alles gesammelt habe. Ah, nur zwei fehlen noch. Oh, cool. Ah, egal. Okay, Leute, seht ihr das an? Und jetzt das hier. Gestrandet. Jetzt das hier, ganz in der Nähe. Kiel holen. Todsicher. In den Seilen. In tiefsten Tiefen. Nichts wie weg. Auf offener See. Gewahrter Tod. Ticken der Zeitbombe. So. Was gibt's noch zu entdecken? Bonusinhalte. Ah, so. Es gibt eine blockierte Szene. So. Ah. Okay, mal gucken mal bei der Sammlungen. Geheimnisse. Das könnt ihr selber lesen, Leute. Eine Karte. Techniker-Logbuch. Telegraph-Log des Maschinenraums. Mann über auf Bord. Suchbefehle. Navigator-Logbuch. Memo des Bordfunkes. Ersetzte Leiche. Schreiende Leiche. Wachdienstplan. Das könnt ihr alles lesen. Verschlossener Sarg. Tagebuch. Hastig geschriebenes Memo. Sarg. Namenstafel. Mannschaftsverpflegungsplan. Offener Sarg. Wachdienstnotiz. Medizinische Akte zu Private Patterson. Brief von privaten Miller. Letzte Nachricht des Bordfunkes. Flugplan. Fehlender Rettungsboot. EKG-Ergebnisse. Austreten der Chemikalien. Defekte Kabel. Notiz über Sargmangel. Kleiner Sarg. Militärische Befehle. Erkennungsmarke. Medianmütze. Schiffslogbuch. Infiltrierte Erkennungsmarke. Zeitung von 1947. Brief von privaten Red. Frachtschiffshandbuch. Protokoll. Flak. Geschosshülse. Ja. Okay, Leute, da will ich was sagen. Ich mache jetzt hier einen Cut. Also ich beende das Spiel jetzt hier.
Ja, Leute, echt spannendes Spiel, halt kurz, nicht so wie Detroit, aber wirklich Horror ist das. Halt, das ist halt kurz, kann man ja nichts machen. Und ja, Leute, ich hoffe, ich bete bei den Göttern, dass mein Marvel endlich mal kommt. Und ja, wenn Marvel immer noch nicht kommt, dann spiele ich dann vorübergehend Hidden Agenda. Und ja, aber ich bin mir sicher, also nächste Woche soll mein Marvel kommen, mein Marvel Avengers. Ich hoffe es mal. Und ja, Leute, da werde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr mich unterstützt habt und danke, dass ihr es ausgehalten habt. Und ja, es würde mich freuen, wenn ich mehr Abonnenten bekomme, weil ich stehe ja wirklich vor kurz auf 100, also ich bin ja, habe jetzt wenig jetzt, aber ich stehe ja vor kurz. Es wird mich über die 100 Abonnenten sehr freuen. Und ja, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und ihr könnt mir unten einen Kommentar hinterlassen. Ich will das mir auf jeden Fall anschauen natürlich. Aber es kommt auch an, welche Kommentare ich jetzt lese oder was es kommt. Auf Beleidigungen oder sowas reagiere ich nicht. Da reagiere ich überhaupt nicht. Und ja. Meinetwegen könnt ihr euch selbst beleidigen, aber ich auf Beleidigungen antworte ich nicht zurück. Das wollte ich nur gesagt haben, Leute. Okay, Leute. Da werde ich mal sagen, ich hoffe es mal. Mein nächstes Spiel ist Marvel oder Hidden Agenda. Also ich hoffe Marvel. Und ja, Leute, dann sage ich mal. Au revoir, ciao, bis dann. Ach, meine Katze will auch Tschüss sagen. Au revoir, ciao, bis dann. Euer Jinakusa. Katze? Tschüss.